Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ja, die letzten zwei Wochen hat uns immer wieder bewegt, nämlich eins, das Hissen oder Nichthissen der Regenbogenfahne. Und wir als Bündnis 90 Die Grünen und dann auch Die Linke haben eben gesagt, da müssen wir hier parlamentarisch Zeichen setzen. Und 100% Gleichstellung jetzt sollte eben nicht nur eine Worthülse sein, sondern es sollte auch gut sichtbar sein. Unser Antrag, den wir hier stellen, gliedert sich in drei Punkte. Der erste stellt fest, dass wir die Gleichstellung von Homo-, Bi- und Transsexuellen sowie intersexuellen Frauen und Männern, Menschen voranbringen möchten. Und dazu möchte ich die Süddeutsche vom 30.06. einmal zitieren. Und zwar hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung doch festgestellt, ich zitiere, Vater, Mutter, Kind war gestern als Überschrift. Aber was ist dort zu lesen? Und da möchte ich doch einen Punkt nennen, der vielleicht auch die Debatte hier heute noch mal voranbringt und auch den Innenminister zum Umdenken führt. Ich zitiere, landläufig verstehe man unter Familie, aber zu fast 90% auch homosexuelle Paare, Patchwork-Kombinationen oder Alleinerziehende. Es sei eine zentrale Schwäche der Politik, der Vielfalt des Familienlebens nicht ausreichend gerecht zu werden. So die Erkenntnis. Zitat Ende. Das heißt, auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung gibt dort eigentlich einen Weg vor. Worum geht es nun? Es geht um eine Fahne, die 6 Farben trägt. Sie hier hatte mal 7, aber wir diskutieren zurzeit über 6 Farben. Das ist Rot für das Leben, Orange für die Gesundheit, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für Harmonie und Violett für den Geist. Und diese 6 Farben, früher eben auch 7, hat eine lange Tradition. Sie fing schon an im Jahr 1525, die Fahne Thomas Münzers in den Bauernkriegen. In und um Mühlhausen in Thüringen versammelt Münzer 7000 Mann unter der Regenbogenfahne zum Aufstand gegen die Fürsten, steht für Gleichheit. 1961 war die Fahne in der italienischen Friedensbewegung, Peace, wir erinnern uns alle, 2003 hing diese Fahne mit 7 Fahnen und steht heute für Frieden. 1968, das wird vielen von Ihnen ja bekannt sein, sind es die Farben der Schwulen und Lesben, nämlich sie wurde erstmals getragen zur Trauerfeier für die Filmschauspielerin Judy Garland und mit ihrem Lied Over the Rainbow, den wir alle aus dem Musical Der Zauberer von Oz kennen, beschwört das Land etwas, nämlich Freiheit. Und dann 1978, die Fahne der Lesben- und Schwulenbewegung. Erstmals 1979 auf dem Protest- und Trauermarsch für den ermordeten Harvey Milk, der schwul lebender Stadtrat von San Francisco war. Und dafür steht es für Vielfalt. Wir in Mecklenburg-Vorpommern sind ein Land der Toleranz, der Vielfalt und der Weltoffenheit. Nur an einem scheitert es. Es ist ein Fähnchen mit 6 Farben. Das finde ich mit Verlaub schwierig. Wo hängen nun diese Fahnen in unserem Bundesland? In Schwerin seit dem 2.6. Und es gibt ein Heft zu den Schweriner Kulturtagen. Da steht drinne, auch das möchte ich zitieren, mit dem Hissen der Regenbogenfahne vor dem Schweriner Rathaus werden auch 2014 die CSD-Kulturtage eröffnet. Über 2 Wochen weht sie dort als Symbol für Weltoffenheit und Akzeptanz. Und ich selbst war dabei bei der Flaggenhissung, Kollege Förster auch. Und wir können uns immer noch davon überzeugen, sie hängt. Sie wurde auch gehisst in Wismar. Da ist sie in der letzten Woche geklaut worden. Jetzt hängen mehr oder wehen, ja, wenn Wind ist. Aber sie wehen jetzt mehrfach in Wismar und in Beutzenburg. In Beutzenburg ist etwas passiert, wo wir sagen, wie weit sind wir denn davon entfernt? In Beutzenburg ist diese Fahne letzte Woche abgenommen worden und die Deutschlandfahne hing auf Halbmast. Und ich denke, das sind Zeichen dafür, wie weit wir eben mit Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit sind. Und es ist ein Zeichen dafür, dass wir weltoffen sind. Ich möchte noch mal auf den Schweriner CSD zurückkommen. Da gibt es ein Grußwort der Schirmherrn Erwin Sellering.
Und Erwin Sellering stellt fest, ich zitiere, Homosexualität ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema, gerade im ländlichen Raum. Ja, das scheint so zu sein. Deswegen hoffe ich, dass am 5. Juli vor der Staatskanzlei die Regenbogenfahne weht, weil auch dort wird der CSD vorbeiführen. Und ich denke, ist jetzt nicht da, wäre es ein schönes Zeichen, wenn diese Fahne dort weht. Und wenn wir vielleicht auch perspektivisch eine Fahne bei uns vom Landtag haben. Aber wo hängt diese Fahne noch? Sie hängt in Wismar vom Filmbüro. Sie hängt bei den Parteien Bündnis 90 Die Grünen, der SPD, der Linken, der FDP in Schwerin. Auch der Einzelhandel beteiligt sich. Er hängt nämlich im Schlossparkcenter, im Vereinshaus in der Lübecker Straße und auch in der AOK Nordost und bundesweit vor vielen Ratshäusern, Regierungs- und Landtagsgebäuden. Ich denke, es zeigt, dass wir hier vielleicht nicht auf Bismarcks Spruch warten sollten, sondern Farbe bekennen und Flagge zeigen. Und ich denke, gerade die Argumentation des Innenministers zu sagen, es handelt sich hier um eine private Organisation, habe ich doch deutlich dargelegt, dass es mitnichten eine private Organisation ist, sondern eine weltweite Bewegung. Und wollen wir in Mecklenburg-Vorpommern weltoffen sein, dann erwarte ich, dass diese Fahne hängt und ohne, dass es irgendwelche Flüchte gibt. Und ja, also. Nein, Herr Cafier, ich bin einfach von dieser Ignoranz wirklich geschockt, weil Sie stellen sich hin und sagen, es ist eine private Fahne, was fällt Ihnen eigentlich ein? Das ist nicht der Gartenverein, das ist nicht der Kleinzüchterverein, es ist die Regenbogenfahne, wo 6 Farben für Weltoffenheit stehen. Und ich denke, es ist ein Zeichen, auch mit der Zeit zu gehen und hier das zu öffnen. Wie bitte? Ja. Herr Butzki, aber ich kenne es, so Menschen anzugucken, wenn ich mit ihm rede. Und ich finde nicht, dass er meinen Rückenteil sehen soll. Und was ich tue, entscheide immer noch ich, mein Herr Butzki, ja? Also bitte, wir sind hier nicht im Kindergarten, sondern ich habe hier ein Recht und mein Anstand gebiert es, wenn ich mit Herrn Cafier spreche, dass ich ihn auch angucke. Aber nochmal zurück zur Fahne. Ich finde es eben nicht mehr lächerlich, Herr Renz, sondern ich finde es eine ernsthafte Angelegenheit. Und ich finde es auch eine ernsthafte Angelegenheit, wie die CDU sich positioniert. Wir wollen das nicht und dann hängt sie nicht, das geht nicht. Ich denke, wir brauchen hier ein flächendeckendes Meer von Regenbogenfahnen und dieses vielleicht nicht nur ein Tag, sondern 2 Wochen. Aber ich möchte mit einem Zitat enden. Und zwar ein chinesisches Sprichwort. Im Wind der Veränderung errichten die einen Mauern, die anderen errichten Windmühlen. Herr Innenminister, kämpfen Sie nicht gegen unsere regenbogenbunten Windmühlen. Machen Sie das dafür, dass wir nächstes Jahr keine Ausnahmegenehmigungen brauchen oder irgendwelche Schreiben oder irgendetwas. Ich möchte nächstes Jahr hier im Land die Regenbogenfahne hängen sehen. Und ich habe ihn jetzt angeguckt und auch ihn möchte ich das auf den Weg geben und ich hoffe, liebe SPD, ich bin ja gespannt, was nachher gesagt wird, dass wir hier gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Ich kenne das parlamentarische Prozedere. Es ist wahrscheinlich so, dass Sie ja ablehnen werden, aber ich denke, wenn wir eine ernst gemeinte Gleichstellungspolitik wollen, dann gehört es dazu, dass in diesem Land Regenbogenfahnen wehen ohne Wenn und Aber. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, das Verhalten der NPD spricht für sich. Also ich glaube, das grenzt schon langsam. Ja, ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich möchte zu meiner Rede kommen und wieder überhaupt zum Antrag sprechen. Frau Friemann-Jennert, Sie haben, wie auch der Innenminister, vorbildlich darauf hingewiesen, dass Rostock und Wismar, sowie Greifswald eben vorbildlicherweise, ihre Regenbogenfahnen oder Regenbogenflaggen vor anderen oder an anderen Masten gehisst haben. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass die Städte das getan haben, um dem Innenminister sozusagen zu umgehen, um ihn eins auszuwischen. Und ich glaube nicht, dass das eigentlich der Sinn der Sache sein soll. Und dass Sie darauf auch noch stolz sind, dass sich die Städte in Mecklenburg-Vorpommern über den Innenminister lustig machen und nach Auswegen suchen, dann ist es halt so. Es tut mir leid, aber es ist leider die Wirklichkeit in Mecklenburg-Vorpommern.
Was wir in den vergangenen Tagen und Wochen aus dem Innenministerium gehört und gelesen haben, war ein schlimmes Herumgeeiere und an Widersprüchlichkeiten kaum noch zu übertreffen. Erstens behauptete Innenminister Cafier, wie auch hier und heute nochmal, dass es sich bei der Schwulen- und Lesbenbewegung, deren internationales Symbol die Regenbogenfahne ist, um eine private Organisation handelt. Das ist natürlich großer Quatsch. Es ist keine Organisation, sondern eine Bewegung. Zudem ist die Regenbogenfahne kein eingetragenes Markenzeichen von irgendjemandem, sondern steht eigenständig für sich als Zeichen für Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft. Diese Fahne zu hissen, ist ein Bekenntnis und Ausdruck von Solidarität. In gewisser Weise entzieht sich die Regenbogenfahne auch damit der Beflaggungsverordnung, weil es sich nicht um ein klassisches Hoheitszeichen einer institutionalisierten Körperschaft handelt, sondern um ein politisches Symbol. Und wenn Innenminister Cafier unseren Kommunen das Hissen der Regenbogenfahne verbietet, dann greift er schlicht und einfach in die Freiheit der Kommunen ein und verbietet ihnen die freie politische Meinungsäußerung. Ich bin über dieses Verhalten unseres Innenministers beschämt, denn ich glaube, wir hätten unseren Kommunen durchaus mehr zugetraut oder zutrauen können. Zweitens hat Innenminister Cafier jetzt kürzlich in der SVZ eine ganz bemerkenswerte Feststellung getroffen, nämlich, dass es der Regenbogenfahne an öffentlichen Gebäuden gar nicht bedarf, weil die Gleichstellung homo-, bi-, trans- und intersexueller Menschen bereits erfolgt sei. Auch heute haben wir das heute nochmal gehört. In welcher Parallelwelt leben Sie eigentlich, Herr Cafier? Wissen Sie eigentlich, was auf der Welt los ist? Ich glaube, Frau Geik hat das eindrücklich dargestellt. Und auch in Deutschland liegt vieles im Argen. Das sollte Herr Cafier wenigstens als Sportminister aufgefallen sein, als sich kürzlich Thomas Hitzlsperger als erster Bundesliga-Profi kurz nach Karriereende geoutet hat. Und die noch bestehenden Ressentiments im Sport werden ganz bestimmt nicht weniger, wenn der zuständige Sportminister die Schwulen und Lesben öffentlichkeitswirksam ausgrenzt und mit einem Verbot überzieht. Es ist leider das Symbol, was nach außen dringt. Eine volle rechtliche Gleichstellung ist im Übrigen auch noch nicht erreicht. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, Herr Cafier, die Gleichstellung scheitert bekanntlich immer wieder an der CDU. Und solange der Staat bestimmten Gesellschaftsgruppen entlang biologischer Ausprägungen Rechte vorenthält, öffnet er Tür und Tor für Diskriminierung und Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft. Und ich will die CDU mal ernsthaft fragen, ob sie glaubt, dass sie die Gleichstellung der Menschen in unserer Gesellschaft wirklich aufhalten kann. Es ist doch völlig klar, dass wenn wir die Grundrechte des Grundgesetzes konsequent auslegen, dass dann die Gleichstellung eben nicht aufzuhalten ist. Und ich weiß auch nicht, warum Sie unbedingt die Ehe schützen wollen, indem Sie homosexuellen Paaren verbieten wollen, zu heiraten. Kein Ehemann wird seine Ehe verlassen, nur weil auf einmal die Homo-Ehe, also sprich die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, ermöglicht wird. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass so die Ehe zu schützen ist. Also es ist schon ein bisschen eigenartig. Das hat in Ihnen übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Ich zähle mal allein die Urteile der letzten 5 Jahre auf, bei denen die Ideologie der CDU krachend gescheitert ist. 2009 erklärte das Bundesverfassungsgericht eine Ungleichbehandlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Bereich der hinterbliebenen Rente des öffentlichen Dienstes für verfassungswidrig. 2010 entscheidet Karlsruhe, dass homosexuelle Lebenspartner bei der Erbschaftssteuer nicht gegenüber Ehepaaren benachteiligt werden dürfen. 2012 wird entschieden, dass homosexuelle Paare bei der Grunderwerbsteuer nicht benachteiligt werden dürfen. 2013 dann die Entscheidung, dass eingetragene Lebenspartnerschaften auch vom Ehegattensplitting profitieren müssen. Ebenfalls hat Karlsruhe im Jahr 2013 das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare gestärkt. Im Weg der sukzessiven Zweitadoption können sie jetzt rechtliche Eltern werden. Aber das Adoptionsrecht ist allerdings noch nicht völlig geöffnet. Ja, wir haben aber noch 2 andere Punkte in unserem Antrag. Schauen Sie noch mal in unseren Antrag, Herr Ringgut. Will die CDU eigentlich immer auf der Seite der historischen Verlierer stehen? Wollen Sie ernsthaft immer als diejenigen in die Geschichtsbücher eingehen, die Rechte von Menschen entlang biologischer Ausprägung verkürzt haben? Das ist doch die logische Konsequenz. Schauen Sie noch mal 10 Jahre in die Zukunft. Ich komme auf das widersprüchliche Verhalten des Innenministers zurück. Drittens hat er nämlich ebenfalls verkündet, dass er die Regenbogenfahne nicht abnehmen wird, wenn sie auf öffentliche Gebäuden gehisst wird. Er duldet sie also. Ja, dann kann er sie doch auch genehmigen. Das kann doch rechtlich nicht ernsthaft begründet werden, warum die Fahne geduldet und nicht genehmigt wird. Vor allem, was ist das eigentlich für ein Zeichen?
Etwa, dass Homosexuelle ebenfalls nur geduldet sind? Ich denke nicht. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn dann eben in Boitzenburg aus Hass die Regenbogenfahne heruntergerissen wird. Vermutlich glaubten diese Kriminellen auch noch etwas Legales zu tun, weil das Hissen ja eigentlich verboten ist. Merken Sie eigentlich, in was für eine schräge Rechtssituation der Innenminister das Land manövriert hat? Im Übrigen gibt das Land bekanntlich jedes Jahr Millionen Euro für seine Imagekampagne aus. Das Land, Herr Ringgut, alle Abgeordneten sind nach Abgeordnetengesetz gleich. Respektieren Sie das einfach. Im Übrigen gibt das Land bekanntlich jedes Jahr Millionen Euro für seine Imagekampagne aus. Zuletzt habe ich einen sehr lebensfrohen dreiminütigen Werbefilm unter dem Motto Auf nach MV gesehen, der sich speziell an junge Menschen richtet. Abheben und eintauchen, hieß es da, das Land wurde freiheitlich, kreativ, individuell und jung dargestellt. Und genau das erwarten junge Menschen auch von ihrem Wohn- und Lebensort. Und ich muss einfach feststellen, dass die bundesweite Berichterstattung über den kleinkarierten Flaggenstreit eben nicht dieses junge Image des Landes unterstrichen hat, sondern den Mief des vergangenen Jahrhunderts verbreitet hat. Dieser millionenschwere Imageschaden geht auf Kosten des Innenministers. Ich finde das einfach peinlich. Meine Damen und Herren, unsere Rathäuser in den Gemeinden und Städten sind nicht nur Verwaltungssitze, sondern sind auch immer Zentren zivilgesellschaftlichen Lebens. Wenn in der fünften Jahreszeit zum Beispiel die Narren symbolisch die Rathäuser übernehmen und streng genommen durchaus für den Ausfall von Arbeitszeit verantwortlich sind, dann verbietet das auch kein Innenminister und erklärt, dass die Karnevalvereine private Organisationen seien. Und man müsse ja dann die symbolische Übernahme der Rathäuser allen Organisationen und Unternehmen ermöglichen. Also bitte, das macht niemand, das will niemand. Warum regt sich der Innenminister dann über eine kleine bunte Flagge auf? Das kann doch niemand mehr nachvollziehen. Und Sie schimpfen hier, weil Sie es selbst nicht mehr nachvollziehen können. Das ist doch die Wahrheit. Meine Damen und Herren, was spricht denn dagegen, die Kommunen selbst darüber entscheiden zu lassen, ob sie die Regenbogenfahne auf ihren Rathäusern hissen wollen? Was spricht denn dagegen? Warum muss das zentralstaatlich aus Schwerin geregelt werden? Ist das nicht ein klassischer Fall für das hier so hochgehaltene Subsidiaritätsprinzip? Das ist doch ein Grundprinzip unserer Verfassung. Und das Hissen einer Fahne wird doch wohl den Kommunen zugerechnet werden können, dass sie das schaffen. Ich empfehle der CDU, sich nicht weiter als Verbotspartei zu profilieren. Geben Sie den Kommunen die Freiheit und den Menschen die entsprechenden Rechte, ihr Leben frei und selbstbestimmt führen zu können. Ich danke Ihnen hier für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um einzelne Abstimmung der drei beantragten Ziffern. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bin echt geschockt, was hier abläuft. Und liebe CDU, oder nicht mal liebe CDU, das Menschenbild, was Sie hier zum Teil dargestellt haben, gerade Frau Friemann-Jennet, es ist in Teilen. Das, was hier geäußert wurde, ist echt grenzwertig. Das ist meine Meinung und ich bin ein freier Mensch und ich kann das hier sagen. Und diese Debatte zeigt, in welcher patriarchalen Gesellschaft Sie leben. Das ist nicht Vielfalt. Für Sie gilt nur Mann, Frau, Kind. Aber ich lege auch immer noch fest, was Vielfalt ist und ich lasse mir das von Ihnen nicht verbieten. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, kurze Unterbrechung. Ich hatte erst darum gebeten, dass wir diese Debatte hier halbwegs vernünftig beenden können. Dazu gehört auch, dass jetzt jemand am Pult steht, der Rederecht hat. Und es ist sicherlich gestattet, auch mal einen Zwischenruf zu machen. Herr Ringgut, es ist gestattet, Zwischenrufe zu machen. Das wissen wir, belebt auch die Debatte. Aber wenn es denn darin ausartet, dass es hier einen Dialog von Redner und Abgeordneten gibt, dann muss ich einschreiten. Und ich bitte jetzt einfach darum, zuzuhören und diese Debatte zu Ende zu bringen. Bitte, Frau Geil. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen.
Das, was in dieser Debatte deutlich geworden ist, ist doch, dass die CDU ein rückwärtsgewandtes Bild von Familie hat. Es ist eben nicht die Vielfalt. Und ich möchte nur noch zwei Sachen sagen. Lassen Sie mich das in Ruhe sagen, hören Sie zu. Und danach steht Ihnen, glaube ich, auch das Rednerpult noch zur Verfügung. Das Bild, was Sie von Familie haben, ist geprägt vom Patriarchat. Das heißt, es ist mehrfach genannt worden, das Ehegattensplitting. Es zeigt nach wie vor nicht die Vielfalt, die da ist. Alleine die Debatte hat Sie doch entzaubert heute. Hat Sie entzaubert, was Sie für ein Bild haben vom Zusammenleben. Und ich, tut mir leid, also das, wenn das Vielfalt ist, wir haben ein anderes Verständnis. Und Frau Friemann-Jennert, eins kann ich versprechen, Anträge zur Gleichstellung und Anträge gegen Homophobie und Transphobie werden wir hier immer wieder stellen. Und wir, die Linke, die SPD und Bündnis 90 Die Grünen, sind in der Arbeitsgruppe für den Aktionsplan gegen Homophobie und Transphobie. Da habe ich die CDU noch nie gesehen. Und es war auch ein Auftrag dieser Arbeitsgruppe zu sagen, wir wollen hier Zeichen für Demokratie setzen, weil das ist es. Demokratie heißt Vielfalt und nicht nur, weil Sie an der Macht sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schließe die Debatte. Die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist beendet. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104. Im Rahmen der Debatte ist seitens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beantragt worden, über die Ziffern 1 bis 3 einzeln abzustimmen. Wer der Ziffer 1 des Antrages der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Damit ist die Ziffer 1 des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 bei Zustimmung der Fraktion der SPD, der CDU. Gegenstimmen der Fraktion, nein, umgedreht. Bei Zustimmung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der NPD abgelehnt. Wer der Ziffer 2 des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 zuzustimmen wünscht, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Vielen Dank. Damit ist auch die Ziffer 2 des Antrages der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 bei gleichem Stimmverhalten abgelehnt. Wer der Ziffer 3 des Antrages der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 zuzustimmen wünscht, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Damit ist auch die Ziffer 3 des Antrages der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke auf Drucksache 6-3104 abgelehnt, mit gleichem Stimmverhalten.